Wir sind in Bronze 1. Also, wir spielen für Silber. Silber ist das Ziel. Das wollen wir noch irgendwie schaffen, nach Silber zu kommen. Das wäre super cool. Das versuchen wir zumindest. Ne? Wir hatten das Problem, dass Master Yi vielleicht ein bisschen ein Early Game Champ ist und dass das zu gewissen Problemen geführt hat, könnte man sagen. Aber wir haben auch nicht wirklich eine Maßnahme. Wie bitte? Sie isst schon wieder ihre Zahnbürste. Man kann den koreanischen Kleinen inzwischen auf Englisch stellen, aber meine ich. Meine ich. Das ist für den Vibe. Beziehungsweise man darf es, aber ich glaube, ich wüsste nicht mal, wie ich es könnte. Also es ist keine Einstellung in den Einstellungen dafür. Hat sich irgendwas geändert? Kam schon der Patch mit den Meta-Änderungen? Nee, ne? Da hat sich noch nichts geändert, actually, bei uns. Komisch. Das heißt, ich muss immer noch dieses hässliche Bild spielen. Oder ist der Navori-Patch drauf? Nee, ne? Der Navori-Patch ist noch nicht drauf. Ach, Mann. Obwohl, es war am Mittwoch schon, aber war es schon der Mittwoch? Nee, 2-Wochen-Rhythmus, ne? Nächste Woche Mittwoch erst. Ah. Oh, es gibt Leute, die Tank spielen. Blade into Wit's End into... Fucking Jakusho? That sounds fucking lit, my friends. Jeder Jungler ist jetzt zu einfach geworden, kann Buffs scheren. Ja, das ist der Patch, der demnächst kommt, ne? Das ist so weird, dass das jetzt kommt. Also ich find's gut. Heilige Scheiße, ein Glück recorde ich gerade nicht Lollalytics. Was ist die Werbung denn hier? Was zum Fick ist die Werbung hier? Der EU-Patch ist schon draußen. Echt? Sind wir hier in Korea auch schon auf 13.11? Ich weiß es actually nicht. Gegen das Team... Och, Elise. Ich versuche aber mal Ghost zu gehen. Ich will mal Ghost spielen. Ja, nee, alle, die irgendwas von sich halten, spielen auf jeden Fall weiter in Rageblade. Was passiert dann mit Ivan? Ja, der wurde ja komplett auch verändert. Nee, jeder spielt Rageblade. Es spielt niemand nicht Rageblade. Niemand spielt nicht Rageblade. Also ja, doch, es gibt Leute, die was anderes spielen, aber alles, was die spielen, ist weird. Kleine Outlier mit Krakenfirst. Krakenfirst scheint ganz geil zu sein, aber auch nicht so geil wie Bladefirst. Ja, okay, was für eine Überraschung. Weiterhin ist das Metabild das erwartete Metabild. Wow. Lass mal invaden hier. Ich seh uns auf dem Ding invade. Ja, ja, ja. Genauso. Da muss ich ausghosten, du. Da renne ich. Da renne ich schnell. Tschüssi. Das war ja ein kompletter Reinfall. 11 Sekunden. Ich kann auch nicht mehr zum Red Buff. Coole Sache. Hat Spaß gemacht. Dreierping. Ja, ist dreifach so, wie er eigentlich sein sollte hier. Ist frech. Ich fühle mich noch nicht benachteiligt. Bleibst du eigentlich generell bei deiner Aussage, dass koreanische Snacks jetzt nicht so gut sind wie deutsche? Ja, ne? Habe ich auch das Gefühl. Sie sind zwar nice dabei, aber ich meine, aber ich glaube in vielen so Videos, wo man auch so Amerikaner irgendwelche Snacks probiert oder sowas, ist immer oft der Konsens, glaube ich, dass deutsche Snacks echt nice sind, actually. Ich probiere mal hier was. Das ist halt ein etwas aufwendiges Gangpathing jetzt hier, aber... Oh. Das ist halt so unfortunate. Das ist halt so unfortunate, dass sie genau dann auch Seiten tauscht und dann die Lane runtergelaufen kommt. Das macht mich sehr traurig. Oh mein Gott, war das clean. Die alle sind so clean. Warum sind alle so sauber? Das macht mich wütend. Ich möchte schon wieder Navori spielen, by the way. Aber ich sollte nicht. Aber ich will. Aber ich sollte nicht. Aber ich will. Sie wartet an meinem Red Buff auf mich, by the way. Ich hätte einfach vollklären sollen, so wie immer. Honestly. Die spielen gut, ja. Und wir sind in Bronze 1. Das ist witzig, ne? Warte, wir haben eine Kaiser-Top mit Kull. Weiß, was sie tut. Habe ich null Zweifel. Welcher Ping? Ja, aber 3 Millisekunden sind schon viel. Wir haben teilweise auf 1 gespielt. Bin gespannt, wie es ist, wenn du zurückkommst. Aber am eigenen Set was spielen wird schon mal nochmal wieder so anders, ey. Freue ich mich sehr drauf. So, sollen wir die Lane jetzt komplett zerstören? Was sagt er? Lane-Ending-Gameplay. Ja, das Ding ist, die Elise kann ich halt absolut nicht contesten, ne? Gehört einfach straight up hier, die Krabbe. Mein Smite behalte ich mal für die Kröte, weil da können sie mich contesten kommen wieder. Mal gucken, ob sie jetzt noch weiter Shenanigans macht. Ich glaube nicht, dass sie solo Drake. Das wäre ein bisschen risky. Das hat sie nicht Not, das jetzt zu riskieren. Deswegen benutze ich mein Smite jetzt hier. Dann gucken wir mal. Wie schlau sind die koreanischen Jungler? Macht sie gerade Solo-Drake? Das wäre jetzt mega scheiß für sie. Jetzt ist natürlich scheiße, dass ich kein Smite habe, aber ist egal. Oh, Drake haben wir bekommen. Ich schinde hier noch ein bisschen Zeit. Oder so. Oh, Blitzkrieg ist auch gestorben. Okay, weil ich die super scheiße Deko. Oh mein Gott. Wisst ihr, wofür das Signal hier steht, Guys?
wofür das Symbol steht? Also wovor das präventiv warnen soll? Weil dir Zeug drin vorkommt, das auf Menschen schießt, so mit Pfeil und Bogen? Oder? Also dieselbe, dieses Server-Symbol und das daneben, das kam auch, kommt auch, wenn man das Spiel startet. Ich will nicht schon wieder Mitte ganken, Mann. Ich hab die Lane eben schon so mies runtergerannt. Wenn du den ranziehst, bin ich da mit Ghost sofort. Boah, das ist schon ein mieser Stil, bin ich ehrlich, Mann. Der ist schon ein bisschen unkorrekt. Lol, ich habe ja die ganze Zeit Ulti. Ich habe ja die ganze Zeit Ulti. Kriegen wir das Plating noch oder sterbe ich dann an der Elise? Ich sterbe an der Elise, ne? Aber ist okay für mich. Das war eine gute Aktion. Und aufgehoben, um schnell aus der Base zu rennen. Das ist es nämlich. Du verstehst mich. So, wir geben einen dicken Haufen auf ausgebaute Boots. Denn das ist eine Trap. Wieso habe ich 68 FPS da? Das ist echt wenig, Mann. 8. Level 8. Ich hasse Solo-Lane XP. Habe ich das schon mal erwähnt irgendwann? Eieie, was geht denn da in der Mitte? Da kann ich nicht helfen. Oh, ich habe sie verkauft. Ich hab sie nicht verkauft, war nur ein Prank. Ich hab nur einen Scherz gemacht. Ja, das ist das Problem. Och man, dann dodge ich den Stun schon und etwas trotzdem nix. Ich hasse Elise. Hast du auch Elise? Sehr gut. Geistig hat ja gesagt. 4 MS Pingsberger, schlimm, oder? Super schlimm. Also unaushaltbar will ich schon beinahe argumentieren. Straight up Drake. Straight up, das ist ein straighter Drake. Sie hat ja gesagt. Neuer Verlobungsclip. Junge, Ghost ist ja so geil. Wirklich. Wie ich dadurch moven kann, ist so witzig. Ich kann da nicht so viel dodgen in diesem Fight. Ich hätte nicht auf so viel auf Alistair gehen dürfen. Tu es. Oh, weil mich beides trifft, durch den Slow sterbe ich. Ich bin so traurig. Das war actually traurig. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, was mich stört. Hier ist mein T, da ist mein D. Oh, das stört mich die ganze Zeit vom Aussehen meines Inventars. Ja, da kann ich dir leider kaum helfen. Oh, Insaner Flash. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Jetzt noch gerade für 6 Monate. Oh, oh. I'm actually fucked here. Oh, actually? Oh mein Gott, Blitzcrank kann controlled though. Okay, okay, okay. Okay, now we're talking. Ey, also ich weiß halt wirklich nicht, ob ich mir das einbilde. Aber ich habe das Gefühl, dass das Average Level of Play einfach besser ist in Korea. Kann halt auch hart so Placebo sein, weil man sich's halt einredet, weil man es überall hört. Aber also das hier ist Bronze. Der Tech-Speed ist schon brutal mit so wenig Items, muss man ja zugeben. Die Elise ist immer noch ein Problem, weil die hat nur einen Tod im Gegensatz zu meinen 4. Aber ich finde 7-4 sieht irgendwie bedrohlich aus als 6-1, bin ich ehrlich. Sagt mal bitte Leute, was sieht bedrohlicher aus? 7-4? 6-1. Schon 7-4, oder? Deutlich. Oh. Großartig. Das ist ja so schön alles hier. Oh, mein Ghost läuft noch. Ich renne in die Mitte. Den mache ich auch noch. Reicht mein Ghost dafür? Nee. Der Ashley kann nämlich kiten. Lass den mal nicht machen. Lass den mal Ashley nicht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ich habe auf Anhieb den Eindruck, dass in Korea kooperativ und mehr fürs Team gespielt wird. Das ist so wahr. Ich werde es nie vergessen, diesen Minute 15 5v5 Fight auf der Botlane. Ich glaube, der ist leider nicht on YouTube. Der ist nicht on Cam. Ich weiß nicht, ob den jemand geklippt hat. Es ist halt, als wir noch nicht wussten, dass die Wots nicht gespeichert wurden, ist der gewesen. Es war insane, wie die Leute fürs Team TPen, wie sie rotieren. Es ist wild. Es ist ganz, 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 ganz wild. Beeindruckend wild. Die gute Form von wild. Oh, fuck. Oh no, ja, ich muss sie ulten. Oh mein Gott, der hat es daneben gesetzt. Da kommt der FF-Vote rein. Der Klassiker, wenn wir 16-13 vorne liegen. Wait, what the fuck's happening here? Oh, I'm so fucking dead, man. Was ist da nach so einem guten Engage aus? Wieso sterb ich denn dann da nur, wenn ich als letzter joine? Du hast dann nur meinen zum Champ Twitch, bin überlegen, öfter zu spielen.
Ich glaube, Twitch zu spielen bringt übel viel Spaß. Twitch zu OTPen ist einfach ein Vibe. Do it, just do it. Ist so ein typischer OTP-Champ. Und es gibt übelst viele. Das Coole ist an Champions, wenn man sie mehr spielt, ist immer, wenn Champions auch mehr Mechanik haben. Weil das ist immer das Problem mit Jesu ein bisschen. Den kann ich immer mehr spielen, aber es gibt da nicht so Feinheiten. Es gibt immer so ein paar Details zu meistern, aber jetzt nicht immer mehr Sachen, die sich auch von Items abhängig sind oder sowas. Und das Twitch ist ein Champion, der hat das. Der hat so viele coole Sachen. Du kannst so witzige Sachen machen mit der Invis. Red Blade Time. I am now a champion. I am now officially a champion. Was wird das? Wieso pingst du da jetzt Hilfe? Wer soll dir denn da helfen? Oder pingst du da nicht Hilfe? Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, ich kann nicht lesen. Ich töte den halt auch einfach alleine, oder? Jetzt hat keiner Shelly aufgehalten. Ja, ich weiß. Ich hab Farm genommen. Meine gesamte Familie ist verflucht. Das ist noch machbar. Das ist noch machbar. Hier ist noch was machbar. Hier können wir noch was drehen. Spinne ist noch hier. Spoda. Ja, ich komme. Ach, Mann, Diana. Und jetzt FFC. Okay. Also Diana ist auf jeden Fall auch True EU West Bronze Fashion unterwegs. So. Da sehe ich keinen großen Unterschied. Wir können einfach Baron ziehen. Was sollen sie tun? Ins Contesten? Womit? Ja, okay, Swain ist ein bisschen stark. Naja, okay, actually, no, we can't. You're right, we actually can't. Willst du den Red Buff haben? Ist Red Buff Sharing schon drauf jetzt? Dafür muss mein Smite fully Dingens sein, ne? Oh, es ist wirklich schon drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Buff Sharing ist schon drauf? Ich dachte, es würde das nächste Woche kommen. What the fuck? Ich lerne Buff Sharing in Korea kennen. Ich glaube es nicht. Quickblade wurde auch gebufft. Ist der Quickblade Buff echt drauf? Ach Mann, ich verpasse hier drüben alles. It is indeed. Er gibt jetzt AD auf der passiven. Lecker. Okay, das werde ich safe ausprobieren. Ability Haste ist immer noch übel Müll, dass wir dafür Gold ausgeben würden. Just take Drake. Ah, ja, ja. You piece of fuck shit. Oh, ja, yeah, die ließ mich gecured. Naja, katastrophaler Teamfight und währenddessen splittet Diana. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dadurch, dass wir verloren haben. Heute erst mal League gespielt, denkt ihr, ich bin für den 18. Juni Eisen. Nee, Level 30 Level schaffst du so schnell leider nicht. Aber auch zum Glück, die ersten 30 Level sind die besten, trust. Ist so weird, wie es sich anfühlt, einem anderen Setup zu spielen, ne? Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Wie das ausmacht, einfach nur einen anderen Monitor, einen anderen Monitor, einen anderen Abstand und sowas zu haben. Nehme ich den Bluder? Nicht wirklich, ne? Ach nee, den kann jetzt ja nur ich nehmen. Richtig, da jemand anderes den gemacht hat, kann den nur ich nehmen. Uff. Das gefällt mir nicht, das reicht nicht, um das Game zu gewinnen, oder? Die beiden. Das muss reichen, wir haben zwei Leute getötet, ohne was zu verlieren, dann müssen wir gewinnen danach. Ich habe auch gleich wieder Ghost, actually ich habe Ult vor Ghost, nevermind. Ich kann ja nicht zu dritt in der Swain W stehen bleiben vielleicht. Der Junge hat genug AP. Alter, diese Diana. Oh mein Gott, diese war so am Innen. Das ist nicht mehr normal. Oh ja. Ja. Geht doch. Easy Snack. Wie die Elise geintet hat. Wenn die Elise nicht geintet hätte, wäre ich tot gewesen. Aber weil sie so auf Tristana gegangen ist, konnte ich einfach eigentlich sie einfach alle töten. Oh, geh weg. Ah, es wäre so witzig gewesen. Boah, ich mach so viel Damage jetzt, ne? Ich hätte ihn niemals Kraken bauen sollen. Ich hätte einfach Tanky gehen sollen. Oh, mit Master Yi bei einem Turnier grundsätzlich verboten? Frage für einen Streamer. Nö, absolut nicht. Da wird nichts verboten sein. Ey, dieses Buffstein fühlt sich so weird an, ne? Oh mein Gott, tötest du die? Oh! Dafür habe ich jetzt wirklich geultet. Ich war mir so sicher, dass die da hinterherkommen und fighten. Mach mir jetzt ein bisschen traurig, bin ich ehrlich. Mach mich traurig. Anarchie-League-Turnier. Was wäre ein Anarchie-League-Turnier? Wie würde man denn keine Regeln erweitern? Das kann nur schlecht enden, weil das Einzige, worauf sich das ausweiten kann, ist nur der Chat. Instant einfach Katastrophe. Das ist actually kinda good. No? Ja, das ist gut. Das ist really good. Drake in 38 Sekunden. Nice, okay. WP, WP, WP. Mit Skripts. Ach so, oh mein Gott. Ja, das wäre not gonna lie, übel witzig, aber niemals. Ich werde kein Breach in der Terms of Service enteisen. Da kommt Iron Andy mit dem cleansten Cockman, den du je gesehen hast, ja. Honestly, ich hoffe, ich glaube zu hoffen oder hoffen zu dürfen, dass es schwer wäre,
in meiner Community 20 Skripter zu finden. Ich glaube, ich hoffe, dass ich mit diesem Glauben richtig bin. Guys, I entered. Wie kann das sein, dass der in mich reinläuft und wir beide es nicht raffen? Kaiser muss die töten, sonst haben wir verloren. Okay, fight is lost. Es ist einfach, ein 18% Win Rate Eisenspieler zu finden, kann ich dir sagen, Lukas. 18%. 18% finde ich schon wieder fishy persönlich. Welche Sprache schreiben wir alle im Chat und warum? Die schreiben tatsächlich Koreanisch, weil wir auf dem koreanischen Server spielen. Boah, GA bräuchte ich schon noch, aber GA for Baron ist, glaube ich, nicht drin, ne? Wieso, warte mal, haben die ohne Spinne angefangen? Sind die dumm? Sie haben wirklich ohne Spinne angefangen. Meine Güte. Was ist das für ein widerlicher Heal inzwischen? Aber ich lebe. Ich lebe. Easy Snack. Korea, viel zu einfach.